Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Worms Armageddon. Ja, bei der letzten Folge mit dem Agent Dennis habe ich ja wirklich gedacht, das wäre die letzte Folge gewesen. Aber irgendwie wartet hier noch das Atomglück auf uns und ich habe wirklich jetzt absolut keine Ahnung, ob das die letzte Mission ist oder was danach noch kommt. Es sind ja jetzt schon relativ viele Missionen gewesen, also da birgt das Spiel, was ja auch wirklich schon ein bisschen älter ist, sehr, sehr viel für die Einzelspielermissionen. Aber nichtsdestotrotz gucke ich einfach mal, was noch kommen mag und spiele natürlich weiter bis zum bitteren Ende die Missionen durch. Und im Atomglück, so heißt die neue Mission, wartet jetzt auf uns Folgendes. Erfolg in dieser Mission verlangt unerschütterlichen Mut. Packen Sie sich, was Sie nur können, und verschaffen Sie sich die Geheimwaffe unten links auf dem Gefechtsfeld. Durch den Abschluss dieser Mission könnte sich alles zu Ihren Gunsten wenden. Tja, alles zu Ihren Gunsten wenden, soll das jetzt wieder ein Hinweis darauf sein, dass danach vielleicht die epische Schlacht um das Wurmiversum entschieden wird oder auch nicht. Je nachdem, ob ich erfolgreich sein werde oder nicht. Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall könnte es meiner Wurmorganisation einen erheblichen Vorteil verschaffen. Und ja, ob da jetzt eine Atombombe oder was auch immer im Atomglück auf mich wartet, das schauen wir uns jetzt an. Los geht's. Also, es scheint wieder eine Solo-Mission für den Frodo zu sein. Nur mit einer Uzi bewaffnet. Geht er jetzt auf Kistensammeltour. Zwei Ninja-Seile habe ich. Was gab's noch? Eine Lötlampe. Tja, hier runter würde ich eigentlich ungern ein Seil benutzen. Ich habe zwei Uzis. Wenn ich hier runterfliege, wird es das allerdings gewesen sein. Mit dem. Wird mir Schaden machen, sagen wir es mal so. Ich nehme jetzt einfach einen Uzi und schieße einfach mal nach da drüben und dann bleibe ich hier oben an der Ecke stehen. Vielleicht war es ein Fehler, wer weiß. Mal gucken, da hinten ist die Wache dran. Die kann nicht so viel machen, die schießt erstmal mit dem Gewehr in die. Was ist das? Tentakel? Keine Ahnung. Mit Tentakeln kennt sich der Chris gut aus, habe ich neulich mal gehört. Ja, jetzt nehme ich doch mal ein Seil und nutze das, um mir hier die Kisten zu sammeln und dann allerdings auch noch auf die andere Seite zu kommen, wenn das Ganze hier funktioniert. Kommt noch ein Stück nach hinten. Jawohl, noch mehr Seile. Und jetzt hier rüber. Lasterbomben und eine heilige Handgranate. Das hört sich doch alles gut an. Und ja, ich will die Seile hier etwas bedacht einsetzen. Und leg dem Scharfschützen jetzt eine schöne Granate auf den Kopf. Verzieh mich nach da unten. Da dürfte mir nichts passieren. Also, so kann man Granaten einsetzen. Nicht nur zum Werfen, sondern auch um sie wie eine Art Mine zu benutzen. Ja, ich will jetzt hier noch ein bisschen weiter aufräumen. Alles, was auf meinem Weg liegt, wird zerstört. Uzis habe ich noch ein paar. Und dementsprechend, nämlich unendlich, nicht nur ein paar, wird jetzt dieser Scharfschütze hier erstmal dran glauben müssen. Ich verziehe mich wieder in mein Loch hier unten. Ab in die Ecke. Auf die stille Treppe, in das stille Loch. Da passiert dem Frodo nichts erstmal. Ich muss ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Ich sehe gerade da unten links in der Ecke. Ich habe für diese Mission nur noch 2 Minuten Zeit. Das heißt, damit wird etwas eng werden, hier jetzt alle Gegner aus dem Weg zu räumen. Deswegen gehe ich doch mal etwas schneller mit dem Seil nach da drüben.
Sammel die Kiste noch ein. Eine Bananenbombe. Damit kann man schon ein bisschen mehr Schaden machen. Aber damit kann ich auch die Kiste da hinten zerstören. Was nicht ganz so toll wäre. Ich habe ja die heilige Handgranate. Nehme ich die jetzt? Nee, ich leg dem auch eine Granate auf den Kopf. Granate! Ich schnapp dich! Also wirklich nur noch 1 Minute 15 Zeit da unten. Die Artillerie setzt aus. Da hinten poppen immer noch mehr Kisten auf. Und ja, ich werde jetzt meinen Seil nach hier oben werfen und dann einfach mal hier meine Banane hinwerfen. Da dürfte es ja ordentlich Schaden machen. Und hoffentlich die Kiste. Wow! Da jetzt den Frodo beinahe noch direkt in die Banane geschmissen. Oder hat es ihn beinahe in die Banane geschmissen? Hat mir zum Glück nicht ganz so viel Schaden gemacht, wie eine Banane machen kann. Haben wir gerade bei den anderen Würmern nur zu gut gesehen. Ja, und jetzt ist die Zeit auch schon wirklich sehr, sehr eng. Mir bleibt gleich vielleicht noch so 48 Sekunden bleiben mir. Das heißt, ich werde da hinten noch eine Kiste einsammeln auf meinem Weg. Und mich dann langsam, aber sicher, nach da unten begeben. Weil ich denke, wenn ich das hier nicht mache und die Zeit abläuft, dann war's das mit dieser Mission. Schlägt die fehl sozusagen. Ja, und dementsprechend zieht der Frodo jetzt den Bauhelm ein. Weiteres Mal auf und bohrt sich jetzt durch die Tentakel auf die Kiste, auf den indischen Atomtest. Der indische Atomtest, den habe ich gesammelt. Tja, und soll ich den jetzt benutzen? Das ist die Frage. Die Zeit läuft jetzt ab da unten. Haben die mich hier verarscht? Was sollte das? Oder steigt jetzt gleich das Wasser? Das wäre natürlich nicht so toll. Jetzt bin ich hier nämlich am tiefsten Punkt der Karte überhaupt. Dementsprechend löte ich mich mal hier durch. Und verbrenne den hier. Einfach verbrennen. Wirst schon sehen, was du davon hast. Das wirst du bereuen! Okay, das Wasser steigt und wir stehen sehr, sehr tief. Das ist jetzt natürlich nicht so toll. Und ich habe ja noch ein Seil. Und ich hoffe, dass ich das da zu verwenden kann, mich hier wieder hoch zu buxieren. Passt das? Naja, das sieht gut aus. Und jetzt habe ich aber keine Möglichkeit, irgendwie da ganz hoch zu kommen. Weil da oben liegt ja noch ein Medikit, was ich sehr gerne benutzen würde. Ach, jetzt wird die Zeit eng. Dann setze ich mich erstmal dahin. Nehme in Ruhe Uzi und setze mich nochmal da drüben, weil ein bisschen mehr Zeit habe ich ja jetzt zumindest, als ich gedacht habe. Hätte ich das Ganze natürlich vorher gewusst, dass einfach nur das Wasser jetzt steigt, hätte ich meine Seile vielleicht auch ganz, ganz anders verwendet. Aber prinzipiell stehe ich ja noch relativ gut da. Ich muss irgendwie nach da oben kommen. Eine Lötlampe habe ich, die bringt mir nicht viel. Ich schieße mich langsam, aber sicher mit der Uzi nach da oben. Das dürfte ja nächste Runde hoffentlich den Durchbruch bringen. Das Gute ist, die Scharfschützen vom Gegner können auch nicht viel mehr machen.
Da hinten in meiner ursprünglichen Position, da sind jetzt die ganzen Kisten, die ich gut gebrauchen könnte. Ich habe eigentlich nur noch eine Lenkrakete, eine Granate, zwei Clusterbomben, die heilige Granate, den Atomtest und die Lötlampe. Also ich probiere jetzt erstmal meinen Weg hier durchzuschießen. Ich weiß noch nicht, ob ich da irgendwie hindurchkomme. Und dann kriege ich zumindest das Medikit gleich. Feigling. Wenn ich da durchkomme, wären der erste Gegner ab. Säuft, ertrinkt. Verstanden. Und jetzt wird's spannend. Wird Frodo. Hat er abgenommen, so wie ich es ihm befohlen habe? Passt er durch die kleine Lücke? Anscheinend nicht. Passt er da drüben durch? Ja. Da fällt er runter. Brauche ich wirklich noch eine Uzi? Macht er nichts. Hab ja unendlich. Also mein Plan ist aktuell, ich verwende den Atomtest, vergifte meine Gegner und nehme mir dann das Medikit. Und dann befördere ich die Wache da oben noch nach unten. Ja, da oben auf den Vorsprung und noch eins höher. So, und jetzt Atomtest. Oh, denn Frodo spielt Kernphysiker. Die Schutzbrille an. Und das Wasser steigt, die Gegner sind vergiftet. Oh, steigt das stark. So stark sollte das gar nicht steigen. Frodo mit seiner Kernphysikerbrille ist auch vergiftet. Aber das Ganze soll ja durch das Medikit da hinten gleich verbessert werden. So, die Wache da hinten. Das ist eine Wache, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall steht oben eine Wache, kann nichts machen. Schießt gegen die Wand und wird jetzt jämmerlich dem Wasser zum Fraße vorgeworfen werden, weil das Wasser ein weiteres Mal steigt. Und damit sieht das Ganze, glaube ich, ziemlich gut aus für mich. Komischerweise hat sich das jetzt relativ schnell wieder gedreht. Also, Medikit sammeln, Frodo nimmt wieder Farbe an, einmal nach da drüben springen. Ab auf die... Für mich sind es immer noch Tentakel. Und weil ich nicht irgendwie groß weg kann, wird jetzt einfach die Uzi genommen. Und die Wache wird dann gleich auch ins kühle Nass befördert werden. Also, nochmal kurz durchatmen, gut zielen. Und los geht's! Und damit hat Frodo die Welt vor einem weiteren bösen Wurm bewahrt. Er ertrinkt. Was sollen ja eigentlich die schwarzen Streifen? Habe ich mich noch gar nicht gefragt. Auf jeden Fall ist das die bestandene Mission und ja, ich sag mal Goldmedaille. Und das sehen die Würmeradmirale genauso. Dem Frodo-Team wird mal wieder die Goldmedaille verliehen. So viele Medaillen, wie die mittlerweile haben, dürften die ganz schön schwer sein, die Würmer. Und ja, ich guck mal, was danach kommt. War das jetzt die letzte Mission? Ich weiß es nicht. Es geht noch weiter. Auf den Bauernhof. Also wieder ab in die Natur. So wie in den ersten Folgen dieses Let's Plays. Ab auf den Bauernhof, Ferien auf dem Bauernhof heißt die nächste Mission, die es dann in einer Woche zu sehen gibt bei uns der Wohngemeinschaft. Viel Spaß mit unseren weiteren Videos und danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche. Tschüss.